offensichtlich. Naja. Kommt auch so ein bisschen auf den Ton an. Die Sonne scheint in den Raum. Ich habe mich entschlossen, wieder zu fotografieren und habe deshalb mir ein Kamerahandbuch zur Hand genommen. Das Kamerahandbuch Canon EOS 700D. Das ist dieses Buch. Ich kann es mal ins Licht halten. Wenn man weiß, wo das Licht hinfällt, kann man auch dafür sorgen, dass das Publikum was sehen kann. Die Scheinwerfer reichen leider nicht aus. Die leuchten auch schon ziemlich hier. Gegen die Sonne haben die keine Chance, obwohl es zwei sind. Ja, und ich bin angekommen bei alle Bedienelemente im Überblick. Ich habe gesprochen über die Vorderseite, die Oberseite und jetzt bin ich bei der Unterseite angekommen. Die Kameraunterseite ist sehr übersichtlich und am häufigsten werden Sie hier das Akkufach benutzen. Ja, kenne ich. Durch Drücken des Hebels 13 lässt sich der Verschlussdeckel öffnen und der Akku 15, den sieht man auf dem Bild weiter unten, springt heraus, sobald Sie die graue Entriegelungstaste 14 zur Seite drücken. Kriege ich auch hin. So. Hat es hoffentlich gehört. Ist der Akku. Das ist das Batteriefach. Bei teuren Kameras ist das höher wichtig. Macht aber nichts. Dann können Sie den Akku entnehmen und einen anderen einsetzen. Dabei gibt es nur eine Richtung, in der Sie den Akku einlegen können. Sobald die Arretierung einrastet, können Sie den Deckel wieder schließen. Neben dem Akkufach lässt sich die Seriennummer Ihrer Kamera ablesen. Mal gucken, ob ich eine besondere bestimme. Sieht eher nicht so aus. Die Sie zum Beispiel für den Garantieservice im Fall einer Reparatur benötigen, die ebenfalls auf der unterseitlich befindliche Stativbuchse 12, habe ich auch schon ausgiebig benutzt, funktioniert super, ist genormt, sodass Sie die Kamera auf jedes gängige Stativ mit Viertel Zoll Gewinde montieren können. Und dann gibt es hier noch einen Hinweis, die Unterseite schauen Sie sich spätestens an, wenn Sie den Akku der Kamera wechseln müssen. Hier befindet sich auch die Buchse zum Montieren eines Stativs. Ja. So, es geht dann weiter mit die rechte Seite und ich verzichte jetzt auf weitere Aufnahmen, weil kaum Licht da ist. Tschüss.